Für diejenigen von euch, die regelmäßig mit Word arbeiten, gerne auch mobil arbeiten und das auch auf verschiedenen Systemen, habe ich heute die Mobile App von Word und möchte sie euch eben einmal kurz vorstellen, was wir damit machen können, was wir für Funktionen haben und inwieweit sich das von der Desktop-Applikation unterscheidet. Das ist die Einstiegsmaske. Wenn ich Word das erste Mal öffne, gelange ich in dieses Bild und auf der ersten Seite unter Neu haben wir natürlich die Möglichkeit, verschiedene Vorlagen zu nutzen oder auch oben links ein komplett leeres Dokument öffnen, was wir uns gleich anschauen werden. Unter Zuletzt verwendet kann es unter Umständen sein, dass ihr dort nichts sehen könnt. Das liegt daran, dass ihr dann euer OneDrive oder euer Cloud-Speicher noch nicht eingelesen habt. Wie das Ganze funktioniert, gucken wir uns gleich auch an. Sehr schön ist, dass wir hier auch eine Möglichkeit haben zu sehen, welche Dateien mir persönlich von anderen geteilt wurden. Und hier kann ich dann auch darauf zugreifen. Ich brauche nicht mehr auf meinen SharePoint zu gehen, ich brauche nicht mehr auf meinen OneDrive zu gehen. All das habe ich hier in dieser einen App. Unter Öffnen können wir dann natürlich die verschiedenen Speicherorte uns anzeigen lassen, diese öffnen. Wir haben das OneDrive, den SharePoint und dann natürlich unseren lokalen Speicher. Über Ort hinzufügen können wir jetzt auch unser OneDrive synchronisieren oder einen anderen Cloud-Speicher. Wenn ihr das macht, könnt ihr dann entsprechend bei zuletzt verwendet Dateien sehen und natürlich auch hier im Bereich Öffnen habt ihr dann mehr Auswahlmöglichkeiten. Bei den Einstellungen haben wir jetzt nicht ganz so viel. Wir können natürlich wieder ein bisschen was einstellen im Bereich Autoformat und Stift zum Zeichnen. Ansonsten können wir auch noch hier auf den Cloud-Speicher zugreifen und auf die Online-Dateien. Doch steigen wir jetzt einmal ein in ein leeres Dokument. Dieses ist nun aufgebaut und schon befinde ich mich in Word und kann tippen. Also alles läuft schnell, flüssig und sauber, so wie wir es auch von der Desktop-Applikation kennen. Und was haben wir jetzt hier zur Verfügung? Wir können natürlich auch hier wieder bestimmte Bereiche markieren, ausschneiden, kopieren. Wir können aber auch einzelne Wörter markieren und dann oben entsprechend über die Formatierung bestimmte Sachen hervorheben. Wir können natürlich auch den Schriftgrad ändern, vergrößern, einmal im kleinen Schrittformat oder wenn ich ganz genau weiß, was ich haben will, aktiviere ich einfach die Schriftgröße, die ich möchte. Markieren können wir das Ganze auch. Wir können natürlich auch die Schriftfarbe anpassen. Aufzählungen können wir aufsetzen. Wir können auch die Schrift einrücken, versetzen, je nachdem, was ihr da für Vorstellung habt. Ansonsten war es das in diesem ersten Bereich. Wir können Texte erstellen, sie leicht bearbeiten, leicht modifizieren und anpassen. Und das ist eigentlich das, was wir auch gerne machen möchten, wenn wir von unterwegs aus arbeiten. Da brauchen wir nicht unbedingt alle Funktionen, aber das Wichtigste ist hier auf jeden Fall enthalten. Unter Einfügen haben wir nun die Möglichkeit, Fotos von unserem Handy abzurufen. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, direkt auf unsere Kamera zuzugreifen. Die habe ich jetzt abgedeckt, aber wie man sieht, funktioniert das Ganze auch ganz gut. Dort können wir natürlich auch Bilder machen und diese gelangen dann direkt in unseren Text. Des Weiteren haben wir auch hier wieder die Möglichkeit, Formen
oder kleine Skizzen, Ablaufdiagramme, je nachdem, wie wir das Ganze nennen wollen. Das einzig Nervige ist, wie ihr eben schon gesehen habt, wenn ich irgendwo drauf gehe mit dem Finger und nicht unbedingt einen Text markiere oder eine Form markiere, dann springt immer wieder die Tastatur an. Aber ansonsten ist das von der Bedienung, von der Verwaltung recht einfach und übersichtlich. Wenn ich nun eine Form oder ein Bild aktiviere, haben wir oben auch einen neuen Reiter dazu bekommen. Und in diesem neuen Reiter haben wir bei der Form natürlich die Möglichkeit, farblich ein paar Anpassungen vorzunehmen. Bei einem Bild haben wir die auch, allerdings auch wieder in leicht abgewandelter Variation. Wir haben auch hier den Zeichenumbruch, den wir auch aus der Desktop-App kennen, wo wir dann das Bild in den Vordergrund, in den Hintergrund einrücken, sodass, wenn ich die Form nun ein wenig nach oben schiebe, der Text auch nach rechts eingerückt wird. Also auch da haben wir die Möglichkeiten. Bei Zeichnen, das kennen wir auch schon aus OneNote. Auch hier haben wir dann die Möglichkeit, Zeichnungen vorzunehmen mit dem Finger oder mit einem Stift. Das Ganze können wir dann natürlich auch wieder wegradieren. Auch hier sehr, sehr simpel und einfach. Und für diejenigen von euch, die gerne selber schreiben und nicht in der blöden Tastatur tippen wollen, können sich dann hier einfach ein Stift greifen und dann in schönen Regenbogenfarben schreiben. Unter Layout haben wir dann die Möglichkeit, jetzt werden noch ein paar Sachen im Hintergrund downgeloadet, Abstände, Ausrichtungen, Größen einzustellen, damit unser Text dann natürlich auch entsprechend angepasst wird, Hochformat, Querformat, also auch hier das, was wir aus der Desktop-App kennen, allerdings auch hier wieder in abgewandelter Form, in kleinerem Umfang, aber es steht uns zur Verfügung. Wenn ich nun einmal auf Ansicht gehe, habe ich dann hier auch die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Layout-Systemen hin und her zu wechseln, der Mobile-Ansicht und der Druckansicht. Auf der Druckansicht habe ich natürlich deutlich mehr Sichtweite als auf der Mobile-Ansicht. Auf der Mobile-Ansicht verschwindet nun das Hallo und ich müsste es dann nochmal entsprechend anpassen, dass es dann auch abgebildet werden kann. Gehen wir einmal zurück zum Überprüfen. Dort haben wir jetzt die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlegen, Rechtschreibprüfung durchzuführen und die Zusammenarbeit ein wenig zu regeln, zu gestalten, wenn mehrere Personen jetzt in diesem Dokument wären oder einer arbeitet den Text aus, der andere macht direkt Korrekturen oder ein wenig später Korrekturen, hat er dann natürlich auch hier die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlegen und seine Notizen zu hinterlassen für denjenigen, der sich das im Nachgang anguckt, damit er auch ganz genau weiß, ob er eventuell irgendwo einen Fehler drin hat, den er korrigieren muss oder ob der Text soweit passt und okay ist. Ansonsten haben wir hier oben rechts noch einmal das zweite Symbol von rechts, was jetzt blau hinterlegt ist, die Seite. Dort kann ich einmal die Ansicht nochmal von Mobile auf Desktop wechseln. Jetzt bin ich in der Desktop-Ansicht, nun in der Mobile-Ansicht und rechts daneben habe ich dann auch die Möglichkeit, diese Datei, die ich eben erstellt habe, über mein SharePoint freizugeben für andere Personen. Jetzt bin ich einmal auf Speichern gegangen. Und nun, wenn ich noch einmal drauf gehe, seht ihr,
dass ich nun in der Auswahl drinne bin, um jetzt jemanden diese Datei zur Verfügung zu stellen, dass er damit arbeiten kann, dass er Zugriff darauf hat und mit mir dann gemeinsam diesen Text bearbeiten kann. Um die Datei teilen zu können, müsst ihr diese zuvor gespeichert haben. Wenn es eine neue Datei ist und ihr über Teilen geht, dann speichert er diese automatisch und im Nachgang, so wie ihr es bei mir gesehen habt, habt ihr dann die Möglichkeit darauf zuzugreifen. Links daneben haben wir die Lupe, um Sachen zu suchen. Da werde ich jetzt nicht so tief drauf eingehen. Und daneben haben wir dann auch noch mal unseren kleinen Bot, den wir entsprechend fragen können. Zum Beispiel wollen wir eine Tabelle hinzufügen und er setzt uns dann diese Tabelle einfach vor. Hier oben seht ihr, hat sich dann auch die Ansicht ein wenig verändert und wir können die Tabelle noch mal ein wenig anpassen. Das war es jetzt auch schon wieder zu diesem Überblick. Für diejenigen von euch, die sehr viel mit Word arbeiten und generell auch mit den Office-Produkten, mit den Office-Applikationen, sollten auch von Zeit zu Zeit den Sprung wagen, sich auf die Mobile-Programme zu stürzen, auszuprobieren, zu testen, schauen, ob ihr damit zurechtkommt, ob ihr damit arbeiten könnt oder nicht. Denn darum geht es ja letztlich auch und darauf fokussiert sich auch Microsoft, dass man jede Applikation auf jedem Gerät von überall aus her nutzen kann und auch nutzen soll, um dann auch entsprechend das volle Potenzial dieser Applikation abrufen zu können.